ist sie ja schon. Was heißt hier schon? Um 6 wollte sie hier sein. Ah, sei doch nicht so ungeduldig. Das ist doch gut bezahlt. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Und trotzdem wiedererkannt. Paul, du hast ja abgenommen. Das muss an der schlechten Küche liegen. Wie bitte? Seit hier nichts mehr los ist, lohnt es gar nicht groß zu kochen. Na, hör mal. Na, der Braten heute, das Wildschwein, das habe ich geschossen. Und Rosine hat ihn zubereitet. Mit Thymian, so wie euer Vater es mag. Ja, ich doch auch. Paul, danke dir. Da hängt ja immer noch da. Na, wo denn sonst? Paul hat ihn gestern noch poliert und frische Blumen auf das Grab deiner Mutter gestellt. Das mache ich doch jede Woche. Und nur die Blumen, die sie auch mochte. Alles ist so geblieben, als würde sie immer noch bei uns sein. Papa! Happy Birthday, Mr. President. Alles Liebe. Alles Gute zum Geburtstag. Gott, Irene, danke. Ich bin sicher, du wirst ein tolles, ein wundervolles Jahr vor dir haben. Komm, schau in den Spiegel. Du weißt, was Mutter immer erzählt hat. Der Spiegel spricht die Wahrheit erst. Unbestechlich. Ja, ja, sie liebte solche Geschichten, nicht wahr? Sie hatte recht. Wenn man lange genug hineinschaut, spricht der Spiegel die Wahrheit. Und er sagt, dass du ein wundervolles Jahr vor dir haben wirst. Du wirst sehr erfolgreich sein. Deine Kinder lieben dich über alle Maßen. Und du wirst dich in eine schöne Frau verlieben. Oh, ich bitte dich, Irene. Oh, danke. Da ist ja was drin. Ja, da ist was drin, damit du dich manchmal auch unter Kontrolle hast. Ich mach's später auf. Komm schnell mit hoch. Lass uns das Geschäftliche hinter uns bringen, solange die anderen noch nicht da sind. Okay. Die 1,2 Millionen Mark sind aus dem Privatvermögen Ihres Vaters. Ihnen muss aber klar sein, dass Sie keine weiteren Ansprüche mehr aus der Firma ableiten können. So? Habe ich auch gar nicht vor. Wenn Ihre Geschwister jetzt auch nur ankommen und Ihr Vater so freigebig ist, dann können Sie die Firma bald schließen. Müssen Herr Ella und Felix das überhaupt wissen? Behalte es erstmal für dich. Ah, danke, Papa. Oh, Felix. Wie seht ihr denn aus? Was ist passiert? Das kommt gut jetzt. Jetzt sag's schon. Aber Felix, das gehört sich nicht. Ach, das sind doch nur ein paar Beulen. Beulen nennst du das? Schaut doch in den Hof. Schönes Geburtstagsgeschenk für deinen Vater. Felix hat ein Reh mitgenommen. Dass der Junge immer wieder Glück hat. Glück nennst du das? Schutzengel. Oh mein Gott. Was ist? Nur nicht hinschauen. Papa, was passiert? Nein. Felix hat ein bisschen was kaputt gemacht. Ich wollte ihm den Wagen sowieso geben, wenn mein Neuer da ist. Oh nein. Wieso passt doch? Ich meine zu Felix. Und wahrscheinlich hat er wieder was eingeworfen. Felix ist clean in der letzten Zeit. Er macht eine Therapie. Seit wann? Seit 4 Wochen. Oh. Aber ich kenne dich doch. Alles Gute, Papa. Danke, meine Hella. Statt Blumen. Obwohl im Moment wohl eher Cognac vertragen könntest. Oh, vielen Dank. Das ist ein 86er Chateau Petrus. 86er Petrus. Was habe ich doch für einen großzügigen Schwiegersohn. Den trinkt mir doch gleich zum Essen. Dafür ist der, glaube ich, zu kostbar. Ja, weiser. Paul hat zur Feier des Tages ein Wildschwein erlegt und Rosine hat es zubereitet. Na. Oh, Daddy, ja. Wir müssen dir was beichten. Naja, ich weiß, aber ihr könnt es mir nacherzählen. Hier, Papa. Ich bin leider nicht zum Einpacken gekommen, aber trotzdem alles Gute.
Und täglich mindestens einmal. Sie hatten Wochenspeicher. Eine Uhr. Wie grandios, Felix. Von Wohl und wahrscheinlich vergoldet. Wasserdicht bis 5 Meter. Oh, oh. Bruder Herz, ich glaube, da haben wir beide die gleiche Idee gehabt. Papa, das sieht aus wie eine Uhr. Das ist auch eine Uhr, misst aber gleichzeitig den Blutdruck. Stimmt's? Ja. Das soll deinen Arzt nicht arbeitslos machen, aber Zeit sparen. Time is money, ne, Jochen? Ja, es ist das Gleiche. Jetzt hast du 2. Also, wenn ich euch nicht hätte, würde ich das Zähneputzen vergessen. Du untertreibst, du würdest dich vergessen. Was hat denn Zähneputzen mit Blutdruckmessen zu tun? Dient beides der Gesundheit. Felix, was ist? Ich krieg das jetzt nicht runter. Tut mir leid, Rosine. Es war zwar nur ein Reh, aber wild kriege ich jetzt wirklich nicht runter. Rosine kann dir auch einen Grießbrei machen. Nein, danke. Ja? Mit Kirschen? Nein. Ich mach das. Mein Gott, der Junge ist wirklich ganz durcheinander. Also, wie ihr wisst, gehe ich morgen auf eine Geschäftsreise mit dem Ziel... Entschuldigung. Ja, mit dem Ziel, dass Kara-Küchen möglicherweise weltweit werden. Und ich kriege immer noch keine. Mit diesen Designer-Küchen macht man zwar Geld, aber kochen kann man in einer schönen alten Küche viel, viel, viel besser. Was wir gerade erleben. Rosine, du siehst nichts als Kompliment. Also, ich fliege nach Mallorca, um eine Firma zu kaufen, die bisher zu unserer Konkurrenz gehörte. Ich weiß, Jochen denkt eher an Rationalisierung, ich an Expansion. Sonst würden wir noch eines Tages von den ganz Großen geschluckt und liquidiert werden. Und bevor das geschieht, machen wir es doch lieber selber. Herr Rawinski, nehmen Sie an? Ja? Starten Sie bitte. Willkommen auf Mallorca, Cora Thalheim. Kennen wir uns? Nein, ich bin die Assistentin von Herrn Freiberg und bringe Sie zu ihm. Entschuldigung, mir war so, als wären wir schon mal begegnet. Bisher nicht, nein, leider. Daran könnte ich mich sicher erinnern. Aber wir werden uns in der nächsten Zeit häufiger sehen, wenn Sie nichts dagegen haben. Eine ungünstige Ankunftszeit haben Sie sich ausgesucht, Herr Rawinski. Es ist Siesta. Wenn Sie etwas essen möchten, kenne ich eine kleine Tapa-Bar in der Altstadt. Fragen wir lieber so. Was will Herr Freiberg? Herr Freiberg erwartet Sie in seiner Villa. Na bitte. Eigentlich sollte ich es nicht sagen, aber ich soll Sie hinhalten. Er ist beim Zahnarzt. Na gut, wenn Sie mich durchaus entführen müssen, dann lasse ich mich gerne überraschen. Ich habe mein Studium im 6. Semester abgebrochen. Aber Herr Freiberg meint, dass ich erfahren genug sei in Betriebswissenschaft und... Entschuldigung. Thalheim? Der Flieger hatte Verspätung und Herr Rawinski Hunger. Ja, schon unterwegs, Herr Freiberg. Musste ich sagen. Er wartet. Nein, nein, nein. Das macht unser Fahrer. Siegfried und ich, wir sind ein eingespieltes Team. Sie sind erfahren genug, sagten Sie vorhin. Darf ich fragen, in was? Also, wenn Sie so wollen, in allem. Ja, aber studiert habe ich Betriebswissenschaft in München. Ah. Sie wollen wissen, ob ich auch noch andere Qualifikationen habe? Nein, jetzt nicht, wirklich nicht. Mein Rückflug ist übermorgen. Bis dahin muss ich mit Freiberg einiges geklärt haben und... Je früher das passiert, desto mehr Zeit hätte ich, Ihnen was über Betriebswirtschaft zu erklären. Kann ich Ihnen helfen? Entschuldigen Sie. Wir wissen, der Wald ist Privatbesitz, aber...
Sie sind Frau Rawinski, nicht wahr? Herr Graf? Ja. Ach. Hallo. Ich bin so selten in der letzten Zeit in Grottenbrunn. Schön, Sie zu sehen. Ja. Sicher suchen Sie hier einen Mörder. Nein, nein, nicht hier. Jemand wird vermisst. Angeblich ist er hier gesehen worden. Wir sind auf Spurensuche. Spurensuche? Das klingt ja spannend. Schön wär's. Die einzigen hier sind unsere Autospuren und die auf meiner Hose. Wollen Sie mit ins Haus kommen, dann kann Ihnen Rosine das sauber machen. Sie kennen noch Rosine? Beste Köchin der Welt. Leider haben wir noch zu tun. Ah, schade, ja. Mein Vater ist eh nicht im Lande. Daran soll es nicht liegen. Aber Ihr Angebot nehme ich gerne an. Ja. Ein andermal vielleicht. Aber dann in München. Ich stehe im Telefonbuch. In Ordnung. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Ich bin mit Ihrem Vater befreundet. Na, eher bekannt. Rawinski. Kara. Buenos dias. ¿Qué tal? Herzlich willkommen, Herr Rawinski, in Mallorca. Wie geht's Ihrem Zahn? Zahn. Wir hätten früher da sein können. Ach so, Zahn, ja, ja, natürlich. Reine Routineuntersuchung. Kommen Sie doch bitte. Bitte, Herr Rawinski. Ich habe gerade mit der Bank telefoniert. Übrigens, Holbein lässt Sie schön grüßen. Danke. Also das nennen Sie alles Ihr Ei. Wo denken Sie hin? Ein Eins gehört Herrn Holbein. Hin und wieder überlässt er mir das Haus mit allem, was das Leben schöner macht. Sie gehört natürlich auch zu dem, was das Leben schöner macht. Frau Thalheim ist meine Assistentin und ich versuche das zu trennen. Strikt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich verstehe. Wann reden wir über das Geschäftliche? Heute Morgen, übermorgen, wann immer Sie wollen. Übermorgen ist mein Rückflug. Wieso nicht gleich? Oder am Abend? Wollen Sie sich nicht erst ein wenig akklimatisieren? Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Ja. Kommen Sie. Danke. So. Gefällt es Ihnen? Ja, sehr schön. Hier hinten ist das Bad, das Telefon. Nicht vergessen, Vorwahl 0049. Mit dem Computer können Sie ins Internet, falls Sie eine E-Mail empfangen oder senden wollen. Ich weiß nicht, wie sowas geht. Dafür bin ich für Sie da. Danke. Felix sucht dich. Er muss dich unbedingt sprechen, bevor du nach München fährst. Och, das hätte er heute Morgen machen sollen. Ich muss gleich weg. Ja, da hat er noch geschlafen. Ja, eben. Es scheint dringend zu sein. Mach das bitte, Irene. Ja. Komm. Felix, willst du mich sprechen? Dann mach schnell. Ich muss um 4 in München sein. Paul hat dir nichts gesagt? Ja, nur, dass es wichtig ist, also. Elsa kannst dir erzählen. Sie liegt oben im Bett. Wie gemütlich. Komm, sag's mir selber. Soll ich dir eine Wärmflasche machen? Felix hat schon alles erzählt. Er hat Paul alles erzählt. Paul weiß über alles Bescheid. Und du wirst es mir nicht erzählen. Ich brauch Geld. Viel Geld. Ich muss eine Therapie machen, die wahnsinnig viel Geld kostet. Elsa auch. Papa hat gesagt, du machst Therapie. Zahlt doch die Krankenkasse, soviel ich weiß. Oder ist der Entzug zu schwer? Bitte glaub mich. Ich drück schon lange nicht mehr. Es ist was anderes. Frag Elsa. Und bitte sprich mit Papa und frag ihn, ob er uns das Geld geben kann. Mit Mama hätte ich drüber sprechen können, aber du bist schon immer Papas Liebling gewesen. Quatsch. Papa ist übermorgen wieder da. Sprich du mal selber mit ihm. Ist eh besser. Oder ihr, Elsa, auch. Hm? Rosinchen, mach's gut. Mach's besser, mein Kind. Ich versuch's. Lass mich das machen, Paul.
komme sowieso mit runter. Ach. Du sollst zu Elsa kommen, Felix. Hörst du? Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Wir sind doch wiedergekommen. Ja, mit Felix sprechen, wenn der Chef wieder da ist. Das ist gut. Kannst du mir sagen, was mit Elsa los ist? Die liegt im Bett und heult. Hast du dir nichts gesagt? Kein Wort. Und Felix? Der sitzt den ganzen Tag vorm Spiegel und sagt nichts. Jetzt ist er zerbrochen, das Spiel. Sie waren heute Vormittag beim Frauenarzt. Felix war mit. Sag bloß. Ja. So, und hier noch die Bilanzen von vor 3 Jahren. Sie sehen, dass Max Amoebles kräftig zugelegt haben. Deshalb zieht auch die Interbank mit. Hohlbeinskondition sind sensationell. Ich glaube, das sollten wir morgen früh mal in aller Ruhe besprechen. Kann ich die haben? Cora wird Ihnen Kopien davon machen, ja. Danke. Ich würde es auch gerne im Licht und ohne Wind lesen. Angenehm der Wind, nicht wahr? Ja, sonst könnte man die Hitze nicht ertragen. Ach, morgen denke ich, das reicht. Jetzt wollen wir den Abend noch genießen. Ja. Ja, morgen, sagte ich ja selber. Schön, dass Sie da sind, Herr Rawinski. Zum Wohl. Ich sage immer, dass man nicht verhindern kann, dass man älter wird, aber man kann dafür sorgen, dass es bei gutem Wetter geschieht. Die Produktionspalette von Maxa ist mir natürlich bekannt. Trotzdem kaufe ich die Katze nicht im Sack. Ich möchte mir die Fabrikation gleich morgen früh anschauen. Das ist für morgen Mittag geplant, Herr Freiberg. Ah ja, gestern. Nein, nein, die Fabrik arbeitet durchgehend. Die können sich das bei der Auftragslage gar nicht leisten. Na gut. Dann ziehe ich mich jetzt zurück. Frau Thaler? Ja, Herr Rawinski. Herr Freiberg. Gute Nacht. Gute Nacht. Die Bilanzen hätte ich gerne auf Euro-Basis. Die Pesetenumrechnung ist mir zu unübersichtlich. Ja, ja, selbstverständlich. Ja, Herr Rawinski, ja, ja, ja. Oh, nee, auch das noch. Also. Die Besichtigung verschieben wir auf übermorgen. Ich rufe jetzt Vera an. Wir machen morgen Mittag einen Bootsturn. Und du erklärst ihm das irgendwie. Klar? Ja. Irgendwie. Im Süden kann man sich eine Erkältung holen. Oh, danke. Ja, ich weiß. Und von der hat man lange was. Wissen Sie, ich bade lieber im Meer. Und ich in einer goldenen Badewanne mit vielen Algen. Natürlich alleine. Ich auch lieber alleine. Vor Sonnenaufgang. Könnte ich einen Wagen haben? Na ja, der Jaguar. Nein, 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 mir reicht ein kleiner. Wissen Sie, nur bis ans Meer. Der Schlüssel steckt. Aber wir frühstücken gemeinsam. Danke und gute Nacht. Danke für den Bademantel. Hey, der steht mir doch gut, oder?
Ja, no, okay. Ja, kapata per coina, ja non fora a me. Al cabrat. Ja, alles geht, gracias. Herr Holbein lässt Sie schön grüßen. Er hat für morgen Vormittag einen Flug gebucht und für übermorgen auch. Er würde Sie gerne sehen und mit Ihnen unterschreiben. Nein, das ist mir noch zu früh. Was? Also, am liebsten wäre mir, wir würden noch heute so was Ähnliches wie einen Vorvertrag ausarbeiten. Da könnte Cora Ihnen soweit fertig machen. Nein, das möchte ich noch nicht. Hier fehlt eine Seite, sehen Sie. Das ist nicht komplett. Sehen Sie? Cora, da fehlt eine Seite. Wo ist die? Ich suche schon. Mit Ihrer Unterschrift morgen Nachmittag würden Sie ein sehr reicher Mann sein, Herr Rawinski. Und zusätzlich würde Ihnen Max Amoebles gehören. Eure Information klingt interessant, aber für eine Unterschrift ist mir das zu früh. Das können wir auch in Deutschland machen. Außerdem möchte ich mir das Unternehmen, wie gesagt, heute noch ansehen, gemeinsam mit Ihnen. Ich will die Papiere. Naja, das ließe sich natürlich machen. Aber wäre morgen nicht besser, wenn Holbein dabei ist? Maxa hat neue Hallen, gleich hinter dem Flughafen. Wir holen ihn ab und fahren dann gemeinsam dorthin. Die war noch im Kopierer. Ach ja, fast hätte ich vergessen, ja. Vera hat uns heute Mittag auf ihr Boot eingeladen, zu einem kleinen Lunch. Ist eine Freundin von mir, Immobilienmaklerin. Wollen wir? Wie denn, Herr Siesta? Der Laptop ist immer dabei. Das ist meine Freundin Vera. Herr Karl Rawinski aus München, Unternehmer. Guten Tag. Schönen guten Tag. Der Freiberg sagte mir, Sie hätten was mit Küchenmöbeln zu tun. Ja, Kara Küchenmöbel. Du hast wahrscheinlich auch welche zu Hause. Ja, kann sein. Ich würde mir hier sowieso keine Küche kaufen. Wo ist denn eure Sekretärin? Die kommt doch noch, oder? Eine Assistentin kommt gleich. Sie muss doch noch was erledigen. Hallo. Sie. Ach, das ist aber nett. Vielen Guten Dank. Tag. Wissen Sie, ich hatte keine Badehose und ohne Badehose bin ich ein bisschen genannt. Was haben Sie? Ja. Ja. Sagen Sie. Warum verkaufen Sie nicht einfach Ihren ganzen Krempel in Deutschland und ziehen hierher? Was soll ich hier? Ja, weil die Sonne scheint. Man lebt in der Wärme, bis man den Löffel abgibt. Schauen Sie mal, zum Beispiel da drüben, die Villa. Die ist zu verkaufen. Für 1,5 Millionen. Auf Sylt würde sowas 3,5 Millionen. Ich will auch nicht nach Sylt. Und das Grundstück da, sehen Sie das da? Das ist noch frei. Ist das eine Butterfahrt? Das ist nun mal mein Beruf. Ich würde Ihnen gerne ein paar Objekte zeigen. Nett von Ihnen, aber Sie verstehen. Entschuldigen Sie. Ja. Können Sie mir den Rücken einkriegen? Ja, gerne. Danke, aber Sie verstehen, ich möchte nichts kaufen. Hier scheint immer die Sonne. Naja, wenn ich wieder hierher käme, dann bestimmt nicht wegen der Sonne. Sondern? Naja, vielleicht ihretwegen. Sie machen Fortschritte, Sie flirten hier richtig. Hätte ich nie von Ihnen gedacht. Ich auch nicht. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch und ich will auch nicht unhöflich erscheinen, aber ist es hier einfach zu viel Sonne? Ich bin gerade mal einen Tag hier und schon kribbelt die Haut. Ich glaube, ich habe einen Sonnenbrand. Ach, kann es sein, dass ich nicht gut genug auf Sie aufgepasst habe? Das tut mir leid. Kommen Sie. Sie kriegen jetzt eine Portion Aloe Vera verpasst. Aloe was? Das wird Ihre Haut beruhigen. Na?
Alle Achtung. Und Steno kann sie auch. Dazu noch Englisch. Versteht ein bisschen was von Politik, kennt die Börsenkurse, du kannst sie praktisch überall mit hinnehmen. Wo hast du sie her? Oh, sie war schon ein paar Mal für mich im Einsatz. Callgirl aus München, ohne Agentur, ziemlich teuer, 2,5 am Tag bzw. Nacht. Ja, dafür ist sie auch 24 Stunden im Einsatz. Na, tut das gut? Ja, sehr gut, aber ich verstehe das nicht. Wenn Sie genau hinsehen, merken Sie, dass die Zahlen und die Adresse nachträglich eingesetzt sind. Mit dem Computer ist das kein Problem, ich kenne mich da aus. Aber ich verstehe das trotzdem nicht. Sie arbeiten für Freiberg und machen mich aufmerksam auf... Das wäre ja Betrug. Freiberg hat mich nur engagiert, damit ich sie... Was ich hier mache, damit ich sie einbalsamiere. Das ist mein Job. Herr Rawinski, ich verliere eine Menge Geld. Aber das Ganze ist eine Riesensauerei gegen Sie und das spiele ich nicht mit. Max Moebles steht kurz vor dem Konkurs. Ja, das habe ich mir fast gedacht, als ich da heute früh vorbeifuhr. Sie waren also nicht schwimmen. Sie waren in Manacor. Habe ich mir fast gedacht. Freiberg vermittelt den Kauf und den Kredit der Interbank. Maxa Muebles geht pleite und... Die Bank holt sich Kara. Das ist ein Ding. Warum machen Sie es für mich, Cora? Das weiß ich selbst nicht. Aber bitte sagen Sie nichts. Ja, mach ich. Ja, mach ich auch, ja. Das muss mir später aber noch mal erklären. Okay, ja, ich hol dich ab. Bis später. Tschüss. Frau Birke. Bitte dringend ein Fax an Freiberg Mallorca zu Ende des Chefs. Lieber Karl, es tut mir leid, dass ich dich in deinen Verhandlungen stören muss, aber Felix ist schwer verunglückt. Was ist mit Nein, Felix? Schreiben wir das besser nicht. Was? Hier nichts ist mit Felix. Dein Vater braucht nur einen Fax, einen Grund, heute Abend wieder nach Hause zu kommen. Schreiben Sie es doch. Tja, schade, ich hatte gehofft, dass es mehr aus uns wird. Was nicht ist, kann ja noch werden. Naja, die Hauptsache ist, Ihr Sohn kommt wieder auf die Beine. Und wenn ich in München bin, dann schaue ich mal bei Ihnen vorbei. Schöne Idee. Und sagen Sie bitte Holbein, dass ich mich melde. Ja, danke. Ja, ja, natürlich. Die Papiere würde ich gerne mitnehmen, um sie noch mal prüfen zu lassen. Ja, 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 die waren ja noch nicht ganz komplett. Ich schlage vor, wenn die Registerauszüge da sind, schickt Cora Ihnen alles per Kurier. Na, wunderbar. Sehen wir uns wieder? Weiß nicht. Irgendwann sicher. Wenn Sie wieder in München sind, dann können Sie mich hier erreichen. Und das hier ist ein Scheck für Ihre Auslagen. Ich hatte keine Auslagen. Natürlich keine Auslagen. Sie sagten ja Verluste. Kann ich Sie irgendwie telefonisch erreichen? Was bringt das schon? Schade. Ja. Das fängt aber gut an. Den zahlst aber du.
30 Mark Straßenräuberei. Ich bin gerade mal 10 Minuten hier. Absolutes Halteverbot. Nein, fahr du, ich bin noch ein bisschen müde. Scheint nicht so gut gelaufen zu sein, oder warum wolltest du früher zurück? Erstaunlich, dass es noch ehrliche Menschen gibt. Habe ich doch einen vertraulichen Hinweis bekommen, wie marode Maxer ist. Von Freiberg? Ja, indirekt. Trotzdem, wir müssen unbedingt investieren, Karl, oder Leute entlassen, wie ich es vorgeschlagen habe. Gesundschrumpfen ist das Zauberwort. Der Erste, der dann entlassen wird, bist du. Ja, Prokuristen schmeißen wir als Ersten raus. Sei froh, dass es so gelaufen ist und dass ich hier immer noch der Chef bin, denn ich entlasse niemanden, nicht immer dich. Ja, hier spricht Rawinski. Ich hätte gerne Auskunft und Adresse für München. Thalheim, Cora. Thaler mit TH und Heim, wie man spricht. Und Cora mit C wie Cäsar. Ja, ich warte. Sag bloß, mein Schwiegervater hat sich verknallt auf Mallorca. Quatsch, rein beruflich. Nicht schlecht, das muss ich unbedingt Teller erzählen. Oder Frau, wie heißt sie noch gerade? Thalheim. Frau Thalheim ist uralt, hat Millionen und keine Erben. Wie schlecht hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ja, ich höre. Keine Adresse. Aber Telefon? Hier München, 554420, Cora Thalheim. Bitte sprechen Sie nach dem Piepton. Hier München, 554420, Cora Thalheim. Bitte sprechen Sie nach dem Piepton. Frau Thalheim, liebe Cora, hier spricht Karl Rawinski. Wahrscheinlich sind Sie noch nicht wieder in München, aber ich würde Sie gerne wiedersehen. Unbedingt. Sie haben mich, gelinde gesagt, vor einer Katastrophe bewahrt. Es wäre schön, wenn Sie zurückrufen könnten. Meine Karte haben Sie ja noch, nehme ich an. Bis hoffentlich bald. Danke. Maxa ist nicht aktuell im Augenblick, Herr Holbein. Wenn die Interbank natürlich bessere Konditionen bietet als die Deutsche, bleiben wir natürlich im Gespräch. Gut. Ich höre von Ihnen. Arschloch. Frau Birke, ich hatte auf meiner Reise einen Scheck über 5.000 ausgestellt. Das war vor 3 Wochen. Der ist nicht abgebucht. Vielleicht noch nicht eingelöst. Außer Ihrem Flug hatten Sie auf Mallorca keinerlei Unkosten. Ach ja, das kann sein, ja. Entschuldigen Sie, ich suche eine Dame, die hier wohnt. Eine Frau Cora Thalheim. Kennen Sie die? Wenn Sie eine von diesen speziellen Damen meinen, da gibt es jede Menge im Haus. Seit Jahren habe ich schon der Hausverwaltung Bescheid gesagt, aber die tut ja nichts. Und die Polizei, ja, die ist doch überhaupt nicht zuständig. Vielen Dank. Große Kleine? Das ist eine Überraschung, gell? Du willst sicher wissen, was Mama Spiegel macht. Der Felix hat ihn einfach zerdeppert, der Deppkopf. Dabei ist auch der Zauber gebrochen zu Ende, oder? Ach was, das ist wieder ganz der Alte. Und, sprichst du noch mit ihm? Papa, ich führe manchmal Selbstgespräche. Aber das ist in Ordnung, Mama hat das auch gemacht. Sogar wenn wir dabei waren. Und das war spannend. Anschließend hat sie es Hella und mir erklärt. Da hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt. Irene, ich bräuchte deinen Rat. Du mein Rat? Ist mir zwar ein bisschen peinlich, aber ich weiß, du verstehst mich. Wie dein Spiegel es vorausgesagt hat. Mamas Spiegel. Mamas Spiegel es vorausgesagt hat. Habe ich eine Frau kennengelernt, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht? Du bist verliebt. Sie liebt dich. Sie will mich nicht wiedersehen. Dann liebt sie dich.
Papa, da musst du dranbleiben. Ist es recht so? Sehr. Wenn Sie aus diesen 5 Scheinen, wenn Sie da 5 Blüten formen könnten, dann wäre es perfekt. Sind die echt? Also echt wie Ihre Blumen, hoffe ich. Es ist 4 Minuten nach 5. Schönen guten Morgen. Der Service bei 3A92. Nein, nur die letzten 2, 3 Wochen. Wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Ja, was soll ich denn machen? Sie haben nicht zurückgerufen, ich habe es immer wieder versucht. Ja, ich weiß. Die Blumen hier, die müssen ins Wasser. Darf ich sie Ihnen hochbringen? Nein, auf keinen Fall. Ich bin müde. Ach, Karl. Bitte. Dann lassen Sie uns noch einen Kaffee trinken, aber nicht bei mir. Ich habe noch nie einen Mann mit hochgenommen. Glauben Sie mir noch nie. Und warum, können Sie mir das sagen? Warum sollte ich mich melden? Sie haben da nicht mal den Scheck eingelöst. Ach, welchen Scheck? Auf der Fahrt zum Flughafen in Mallorca hatte ich Ihnen einen Scheck gegeben. Mallorca. Da scheint ja auch ewig die Sonne. Jetzt hat uns der Ernst des Lebens wieder und wir sind im beschissenen deutschen Schmuddelwetter. Was sagt denn eigentlich Ihre Frau dazu? Meine Frau ist vor 12 Jahren gestorben. Das tut mir leid. Ich habe noch 2 Töchter, einen Sohn und gelte als erfolgreicher Geschäftsmann. Noch was? Das war nicht der erste Job, den ich für Freiberg gemacht habe. Er hat öfter mal ein paar gute Kunden zu betreuen. Ja, und meistens geht es zur Sache. Oder was haben Sie gedacht? Zunächst dachte ich, dass ich auch nur so ein guter Kunde wäre, aber dann waren Sie es, die den Schlussstrich gezogen hat. Warum? Sie sind mir ein Herzchen. Man hat mich bezahlt, um Sie bei Laune zu halten. Und wenn Sie unterschrieben hätten, hätte ich obendrein eine saftige Provision bekommen. Aber ich brauche die Scheiße nicht. Ich kann mich selbst finanzieren. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin Ihnen noch etwas schuldig. Sie haben mich vor einem großen Schaden bewahrt. War doch in Ordnung. War nicht viel zu tun und Sie waren nett. Obwohl Sie nicht unbedingt mein Typ sind. Danke. Wenn Sie kein Geld wollen, was wollen Sie? Jedenfalls nicht mit Ihnen hier in dieser Spelunke sitzen. Das war Ihre Idee. Ich wollte die Blumen nach oben bringen. Eine Kollegin von mir hatte unlängst Polizei und Blaulicht vor der Tür. Und warum? Bloß weil ein Kunde sich in sie verliebt hat. Er wurde eifersüchtig und drehte total durch. Und jetzt bin ich müde. Die Blumen haben wirklich Durst. Die nehme ich mit, wenn Sie gestatten. Entschuldige, Rosi, wie fange ich an? Du hast doch schon einiges erlebt. Das können Sie wohl sagen. Und mit Männern kennst du dich doch aus. Nicht wirklich, ich kenne nur Paul und das reicht. Was würdest du einem Mann raten, der immer nur an eine Frau denken muss, die ihm nicht aus dem Kopf geht, aber diese Frau will nichts von ihm wissen? Ich soll Ihnen etwas raten? Ja. Dranbleiben, würde ich sagen. Nicht aufgeben. Dranbleiben, so lange, bis es klappt.
nicht. Der feine Herr, der ist ja so reizend. Und da ich dachte, dass hier etwas gefeiert wird, bitte. Aber die Badewanne, die der Kran auf den Balkon gestellt hat, die wird da keinen Platz haben. Aber das habe ich ihm auch gleich gesagt. Kann ich Ihnen helfen? Die Badewanne kannst du gleich wieder mitnehmen. Was war das denn für eine Idee? Setzen Sie sich doch erstmal. Bin ja halb froh, dass Sie überhaupt gekommen sind. Ja, ich gehe auch gleich wieder. Was darf es sein? Bringen Sie mir ein Wasser. Es gibt doch Champagner. Ja, wahrscheinlich jede Menge bei Ihnen. Nein, danke. Ich habe schon eine Einladung. Gott, nicht so, wie Sie denken. Kein Termin. Aber ich muss da trotzdem hin. Hey, Sie können gerne mitkommen, wenn Sie wollen. Ja, ich nehme Sie mit. Sie können sich gerne selbst von überzeugen, dass es kein Termin ist. Lassen Sie bitte alles so stehen. Wir kommen morgen wieder um die gleiche Zeit. Und die Champagner bitte in den Eisschrank. Ja, bitte. Mensch, Cora! Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu sehen. Hallo. Sag, wieso hast du nicht zurückgerufen? Ich war auf Exkursion in Spanien. Exkursion? Gehört das jetzt zum Studio? Ja, neuerdings. Darf ich vorstellen? Das ist Herr Karl Rawinski. Karl Rawinski, richtig. Ja, wir sind uns schon mal beim Empfang der Handelskammer begegnet. Genau. Paul, freut mich. Ja, ich bin Coras Patenonkel. Bin mit ihrem Vater zur Schule gegangen. In Salzburg. Aber das hat Cora Ihnen längst alles schon erzählt. Entschuldigt bitte. Komm gleich zurück. Hallo. Erzähl mir was von deinem Vater. Er starb, als ich 5 war. Ich kann mich kaum daran erinnern. Und deine Mutter? Sie starb ein Jahr später. Ich kam in ein Kinderheim, weil ich als schwer an sie war. Mein Abi habe ich allerdings trotzdem Hallo, gemacht. Cora! Was machst du denn hier? Guten Abend. Kennst du mich nicht, Rudi? Rudolf Sandner. Doch. Hallo. Du tust ja so, als würdest du mich nicht kennen. Was ist denn los? Etwa wegen dem da? Oh, Entschuldigung. Ach, lass uns bitte gehen, sofort. Na. Wie behandelst denn du deine Kunden? Wir haben da gehört, was Sie gesagt haben. Was ist denn das? Kannst du mir nie vorstellen? Schließlich bin ich sein Lochschwager. Hau ab! Für eine, die man kaufen kann, hast du eine ziemlich freche Schnauze. Sie soll mich loslassen! Danke, es geht schon. Ruhig! Darf ich Sie bitte gar nichts. Ein Augenblick. Dürfte ich Sie kurz nach hinten bitten? Ich würde Ihnen gerne etwas erklären. Cora, was ist hier passiert? Siehst du doch. Einer deiner Gäste wollte mich anmachen.
Aber doch nicht Sandner, der ist Architekt. Ja. Du hast scheinbar Leute eingeladen, die sich nicht benehmen können. Lass sie mich raus! Ist meine Kraft, ich kann. Ich kann mich auf Sie verlassen? Selbstverständlich. Gut, dann. Lassen Sie es nur. Ist in Ordnung. Möchten Sie den Film haben? Nein, nein, Ihr Wort reicht mir. Aber wirklich nicht? Vergessen Sie es. Na gut, vielen Dank. Ich verlasse mich auf Sie. Danke. Gehen wir? Cora, ich bin untröstlich. Wie kann ich das wieder gut machen? Ein andermal. Adieu. Dass Sie mich gerettet haben vor dem Kerl. Sie bluten ja. Was? Ja, das muss behandelt werden. Ich werde es überleben. Nein, nein, das entzündet sich und dann gibt es eine Narbe. Und das geht doch nicht, oder? Sagtest, dass niemand hier mit hoch darf. Jetzt hast du mich zu dir eingeladen, jetzt würde ich dich gerne mal zu mir einladen, nach Grottenbrunn. Grottenbrunn? Klingt nach viel frischer Luft und klarem Wasser. So ähnlich. In München wohne ich nur, wenn es in der Woche nicht anders geht und weil es näher zur Fabrik ist. In Grottenbrunn, da gibt es Pferde, da kann man jagen. Ich mag es nicht, wenn jemand gejagt und erschossen wird. Das will ich nicht. Ich möchte, dass du meine Familie kennenlernst. Dazu passe ich bestimmt nicht. Das werden wir ja sehen. Jagdhütte, sagtest du? Das ist ein Schloss. Willkommen in Grottenbrunn. Na, ihr beiden, wie geht's? Danke, wie immer. Ich habe euch jemand mitgebracht. Das ist Frau Cora Thalheim. Und das, Cora, sind Rosine und Paul. Die guten Geister auf Grottenbrunn. Guten Tag. Herr Rawinski hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Herzlich willkommen, Frau Thalheim. Wenn Sie irgendeinen Wunsch oder ein Problem haben, wir sind immer für Sie da. Sehr lieb. Die anderen noch nicht da? Nein, Sie sind der Erste. Ella und Irene müssen jeden Augenblick kommen. Felix und Elsa sind natürlich da. Wie immer. Wie immer, ja. Hat es denn mit seinem Job geklappt? Das habe ich mir gedacht. Was gibt's denn heute? Das wissen Sie doch. Oh je, Rosine, wenn es dich nicht gäbe. Rosine glaubt, mein Lieblingsessen sei Wildschwein Rotwein mit Thymian. Nur weil ich es einmal gelobt habe, muss ich es immer wieder essen, wenn die Familie zusammenkommt. Bitte, ich koche auch etwas anderes. Oh Gott, das will bloß. Ich bestehe darauf. Komm, ich zeig dir mal den alten Schuh. Der schwarze Spiegel. Meine verstorbene Frau nannte ihn den Spiegel der Wahrheit. Er schmeichelt nicht, er verzerrt nicht, er zeigt dich so, wie du bist. Und wenn du lange genug hineinschaust, dann kannst du die Wahrheit erkennen. Welche Wahrheit? Die Wahrheit über das, was geschieht und was geschehen wird. Meine Frau liebte solche Geschichten. Du glaubst an sowas? Natürlich. Wenn es mir den Kram passt. Man sieht doch sowieso nur das, was man sehen will, oder? Das hier, das ist Gero. Der ist lahmfroh, ne? Bist du doch? Ja.
Könnte deiner werden. Kannst du reiten? Wenn du willst, bring es dir bei. Woher willst du das wissen, dass sie so eine ist? Hella hat es mir gesagt. Ganz München redet drüber, weil er sich wegen ihr geprügelt hat. Also wenn du mich fragst, ansehen tut mir das nicht. Was soll man da groß sehen? Solche Frauen haben meistens was Ordinäres. Vor allem um den Mund herum und auch sonst. Du scheinst dich ja bestens auszukennen. Mhm. Darf man fragen, woher? Und sowas weiß man eben. Aus den Medien. So, aus den Medien. Ah, das ist Irene. Mein Vater ist schon da. Ja, die beiden sind vor einer Stunde gekommen. Und, wie ist sie? Sehr hübsch. Das muss sie auch. Wenn er sich ihretwegen prügelt. Das weißt du also auch? Ja, von Hella. Und du wahrscheinlich auch. Noch ein bisschen? Nein, 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 nein. Tja. Das also ist Cora. Das ist meine älteste Tochter, Irene. Wenn ich jetzt genau wüsste, dass Hella zuhört, würde ich sagen, meine Lieblingstochter. Jetzt übertreibt er schon wieder. Irene ist Restauratorin und sehr selbstbewusst. Obwohl sie nie in Brockenbrunn ist, hat sie hier zwei Pferde stehen. Wieso? Es gibt was zu feiern. Reiten Sie auch? Ist schon recht. Ja, ich bin schon sehr viel geritten. Allerdings noch nie auf einem Pferd. Wunderbar. Oh Mann, das ist ja echt abgefahren. Was ist los? Oh Gott, das darf nicht wahr sein. Ich muss schon sagen, Sie gefallen mir. Ja, ja, Papa, wirklich, das ist nicht wahr. Sie gefällt mir, die traut sich was. Ich scheine was versäumt zu haben. Was ist denn so komisch? Das ist meine andere Tochter, Hella. Das ist ihr Mann Jochen. Er ist Prokurist in meiner Firma, mein wichtigster Mitarbeiter. Freut mich. Karl hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Hat er das wirklich? Ja. Das glaube ich nicht. Aber natürlich. Ihr wisst doch, wie wichtig mir meine Familie ist. Ich langweile alle damit. Felix, also, was ist mit euch? Okay, man sieht sich. Später vielleicht. Guten Appetit. Elsa, Felix! Tja, mein Bruder geht immer seine eigenen Wege. Was, Jochen? Was ist mit denen? Das machen sie seit Tagen. Die beiden haben in letzter Zeit immer bei uns in der Küche gegessen. War ja sonst niemand da. Aber dann meinte er, zu viele Leute schaden seinem Kind. Also dem Kind in Elsas Bauch. Elsa ist schwanger? Wusstest du das nicht? Ich wusste es, ja. Vierter Monat. Ach, ey. Felix ist unser Sorgenkind. Tja, dann guten Appetit. Danke. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Auf Mallorca. Auf Mallorca? Wie romantisch. Hm? Du weißt ja, Jochen, das war da, als Freiberg versuchte, uns zu dieser, naja, sagen wir mal, Übernahme zu bringen. Ja, ja, das ist ja noch gar nicht so lange her. Und Sie wollten zusammen mit Freiberg diesen Deal einfädeln, oder? Nein, nein. Ich war nur für die Kundenbetreuung zuständig. Aber hallo, Kundenbetreuung nennt man das heutzutage. Das muss man Ihnen lassen. Sie haben das Beste draus gemacht. Na klar, sonst wäre ich doch nicht hier. Und hätte nicht das Privileg Ihrer außergewöhnlich liebenswürdigen Gesellschaft. Ich habe übrigens recht behalten, Karl, was deine Familie betrifft. Er hat das natürlich runtergespielt. Sehr gut, bravo. Lassen Sie sich nichts gefallen. Wunderbar. Tja, ich kann aber auch gleich wieder verschwinden, so wie ich gekommen bin. Wenn die liebe Familie das so will. Karl, gib mir bitte den Autoschlüssel. Lass doch den Unsinn. Überleg's dir.
Gute Nacht. Mein Vater sagte, Sie wollen Ihr Studium wieder aufnehmen? Ja. Und jetzt wollen Sie auch noch wissen, in welchem Fach. Das weiß sie doch schon. Mehr von der Sorte? Was meinst du? Deine Familie. Sie hassen mich. Bei Irene ist das etwas anderes. Die schaut sich das von oben an. Ach, wie deine Helga ihre Giftpfeile öffnet. Wie Helga ihre Giftpfeile auf mich abschießt. Ich bin dir zu gefährlich. Weiß sie was von mir? Von mir nicht, und wenn. Dich hassen sie auch, weil du so abgrundtief gesunken bist. Jetzt übertreibt man nicht. Doch. Sie haben Angst vor dir und trauen sich nicht, es dir zu sagen. Und weißt du, was ihnen am meisten stinkt? Dass ihr Vater immer noch mehr Spaß am Leben und an der Liebe hat als sie. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr habt. Ich finde sie ganz in Ordnung. Sie ist hübsch und überhaupt nicht blöd. Papa macht sich unmöglich. Seit der Prügelei kennt jeder in München ihre Vorgeschichte. Man hat mich darauf angesprochen. Wenn man auf Callgirl steht, kann man das auch diskreter machen, oder? Ihr kennt ihn doch. Es war ihm schon immer wurscht, was andere über ihn denken. Wenn das mal gut geht. Wenn er steht, setzt bekanntlich der Verstand aus. Werd nicht ordinär, Jochen. Was ist denn daran bitte schön ordinär, wenn es um deine Erbschaft oder um Kara geht, hä? Also... Danke, Rosine. Bitte. Du? Spürt man den Profi, Herr Graf, sehr gut. Ah, das habe ich schon mal gesagt. Irene! Welche Freude. Ja, wie viel Tauben, Papa? Nimm dir auch ein Gewehr. Ach, das ist Herr Graf, schön, Sie zu sehen. Ihr kennt euch. Ja. Edmund. Irene. Sie haben mich neulich so nett eingeladen. Und ja, ja, ich weiß. Sind Sie ein guter Schütze? Schon vom Berufswegen. Wir können es ja mal testen. Ja, er ist nicht schlecht, aber ich bin besser. Ich auch. Ich sehe aber nichts. In Verwahrung. Ich zeige euch, dass ich immer nur zwei Durchgänge hinlege. Safety first. Gut, Paul. Üben. Jetzt sind Sie dran. Ich glaube, ich lasse es besser. Oh nein, das finde ich jetzt aber feige von Ihnen. Das ist schön. Das kann ich wohl nicht auf mir sitzen lassen. Paul! Jetzt! Super. Ja, Vollprofi, der kann das natürlich. Mein Fahrer ist da, ich muss. Hans, mach's gut. Tschüss, Karl. Alles Gute, Edmund. Wir sehen uns, wie besprochen. Tschüss, wiedersehen. Tschüss. Alle miteinander. Ja, besser nicht. Tschüss. Und danke für alles. Tschüss. Oh, ich muss auch gleich los. Oh, schade. Ich dachte, Sie bleiben noch ein bisschen und erzählen mir, was Sie gerade so machen. Was ich gerade so mache? Ja. So fängt man ein Gespräch an, ne? Eigentlich ist sie gar nicht so übel. Stimmt. Sie hat einen netten Arm. Hinterteil, meine ich. Schön ist es für dich. Danke. Ich brauche sie dann nicht mehr, sie. Und sie morgen früh ab? Ja. Hier?
Ich rufe Sie an, ja? Alles klar. Dankeschön. Hast du zufällig einen Champagner im Schrank? Nein! Du bräuchst aber einen. Vielleicht gibt's einen im Café. So. Was kommt denn dann? Was geht? Grüß Gott, haben Sie Champagner? Nein, haben wir nicht, aber ein Piccolo. Bringen Sie bitte zwei, ja? Mach ich. Tja, das ist doch schön. Also, was meine Familie denkt, das ist mir wurscht. Ich habe mich immer auf mich verlassen und damit bin ich gut gefahren all die Jahre. Aber wenn meine Familie wüsste, was jetzt gleich passiert, dann würden die geschlossen in Ohnmacht fallen. Es gibt nämlich etwas zu feiern und das kann man sehr gut mit Champagner. In Notfällen reicht doch ein Piccolo. Karl, du spinnst. Nein, ich wollte dich einfach nur fragen, ob du meine Frau werden willst. Ich? Ja, du, wer denn sonst? Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Mein voller. Entscheidest du einfach so, wie du alles entscheidest, ohne mich zu fragen? Ich hab dich doch gefragt. Kann man denn nicht Bedenkzeit haben? Wie lange? Wenigstens 10 Sekunden. 21, 22, 23, 24, 25. Ihre Ehe ist damit geschlossen. Standesbeamter habe ich die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen das erste gratulieren zu dürfen. Danke. Mein herzliches Beileid. Was soll da noch schief gehen? Ich will das Liebesglück ja nicht schmälern, aber ich empfehle doch einen Ehevertrag. Ich denke, es reicht, wenn ich mein Testament ändere. Oh nein, gerade wenn wir geheiratet sind, jetzt denkt er schon an Sterben. Und Hans nur ans Geld. Cora, ich muss sie jetzt machen. Danke. Rosine! Ich wollte noch schnell einen Aufwand. Das sieht doch wunderbar aus. Ich fall gleich runter. Nein, 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 nein. Du sitzt wie eine Eins. Angst habe ich nicht vor Pferden, aber vielleicht sollte ich doch ein paar Reitstunden nehmen. Da solltest du mit Paul sprechen. Der hat es sogar geschafft, Elsa aufs Pferd zu bringen. Stimmt's, Elsa? Stimmt. Und runter fällt nur von alleine. Sehr witzig. Ich geh hoch. Der Film hat auch schon angefangen. Gute Nacht, ihr Lieben. Gute Nacht. Auch du, Stiefmütterchen. Nacht, Elsa. Nacht, Cora. Glücklich sehen die beiden nicht aus. Aber wir. Schön. Sag nichts, Karl. Ich habe es zu oft gehört und es war immer gelogen. Ich möchte mit dir schwimmen. In einer Grotte im Meer, wir beide ganz alleine. Unsere Hochzeitsreise. Oder möchtest du keine Hochzeitsreise? Auf Mallorca, wo wir uns kennengelernt haben. Ganz einfach. Karl. Karl? Karl? Nicht mehr. Der Arzt ist bei Ihnen. Es ist im Bett passiert, sagt Cora. Im Bett also? Sie haben schon geschlafen. Dass man im Bett nicht alles so macht, hä? Tut mir leid, wir können nichts mehr für ihn tun.
Ich würde Sie gerne mal sprechen, quasi dienstlich. Doch nicht jetzt. Wir sollten ein letztes Mal auf Karl anstoßen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber diesen Wein mochte Karl besonders gerne. Natürlich wissen wir das. Wir kannten ihn schließlich ein bisschen länger. Länger als du. Wie meinst du das? Für jemand, der meinen Vater aus lauter Berechnung geheiratet hat, spielst du dich ganz schön auf. Nicht jetzt, Hilla. Das klären wir zu gegebener Zeit. Natürlich habe ich ihn aus Berechnung geheiratet. Aber nicht, weil ich sein Geld wollte. Ich habe genug verdient. Das wissen wir. Und wir wissen auch, womit. Ich wollte kein Geld und brauchte kein Geld. Ich wollte, was ich vorher nie hatte. Ein bisschen Respekt, Geborgenheit. Ja, auch Liebe. Mir kommen die Tränen. Und stell dir vor, genau das habe ich von deinem Vater bekommen. Ja, ich habe mich selbst gewundert, warum er ausgerechnet mich heiraten wollte. So jemand wie er. Bei allem, was ich gemacht habe, und das war nicht gerade wenig, war er mit Abstand der Beste. Erspar uns bitte Details. Wie eklig. Es ist gerade mal 4 Stunden her, seit wir ihn beerdigt haben. Im Unterschied zu dir war ihm mein Vorleben egal. Dein Vater war kein Spießer. Was erlaubst du dir? Du willst doch nicht etwa sagen, dass wir alle... Ich will nur sagen, dass wir nicht zusammenpassen und ich nicht zu euch gehöre und nie gehört habe. Und nach seinem Tod erst recht nicht. Mich hält hier sowieso nichts mehr. Würde mir das alles gehören, ich würde es auf der Stelle verkaufen. Das wird dir schwerfallen, Cora. Es gehört dir nicht allein. Wollen Sie das nicht noch mal familiär abklären? Eine Obduktion ist ein schwerer Eingriff in den Seelenfrieden. Naja, Sie wissen ja, dass ich mit Ihrem Schwiegervater sehr befreundet war. Gerade deshalb sollten Sie ja die Fakten kennen. Diese Frau, die er unglücklicherweise auch noch geheiratet hat, ist eine stadtbekannte Hure. Ich sage Ihnen, sie hat ihn erledigt. Und wie wollen Sie das beweisen? Das ist doch wohl Ihre Aufgabe, oder? Obduktion niemals! Nur über meine Leiche! Es tut mir leid, Hella. Es war Vaters Entscheidung und er wusste warum. Und ich respektiere das. Du wirst auch noch erfahren, wozu diese Frau fähig ist. Was sag ich hier, Frau Nutte? Vaters Herz war schon lange nicht in Ordnung. Da braucht es nicht mal Gift, um ihn umzubringen. Hella. Nachdem wir uns alle hier versammelt haben, wird das Testament eröffnet und verlesen. Die Kara Möbelfabrik geht zu gleichen Teilen an meine Frau und meine 3 Kinder. Der Anteil, den Irene bereits in bar erhalten hat, wird verrechnet. Das Herrenhaus Grottenbrunn mit allen dazugehörenden Liegenschaften geht alleine an meine Frau Cora. Nein, nein, Hella, Sie müssen hier bleiben. Die Eigentumswohnung Nummer 153 in der Leopoldstraße 20 in München sowie der dazugehörige Kfz-Abstellplatz. Hella. Also mit der fahre ich nicht zurück. Könnt ihr mich mitnehmen? Felix, kannst du meinen Wagen haben? Komm mit Cora. Ist das okay? Und? Was wird jetzt aus Grottenbrunn? Gewöhnt euch schon mal an den Gedanken, dass ich den alten Kasten verkaufe. Was soll ich damit? Das wirst du nicht tun! Außerdem ist das Papas Auto. Raus hier! Raus! Nein! Raus, du Schickimicki-Tante! Raus! Du tust mir weh! Sag mal, spinnst du? Gib her! Komm, wir fahren mit meinem Wagen. Komm.
dieses Arsch! Du bist hier geboren und aufgewachsen. Was soll jetzt aus dir werden und aus Elsa? Und aus eurem Kind? Und was wird aus uns? Da siehst du's. Sie hat Mutters Spiegel entfernt und das noch bevor das Testament eröffnet wurde. Wir müssen was unternehmen. Was willst du unternehmen? Das Testament ist rechtskräftig. Vater war nicht mehr ganz bei Trost, als er es gemacht hat. Wie kann er diesen Flittchengrottenbrunn vererben? Er hat sie geliebt. Geliebt? Reingefallen ist er auf sie. Auf eine 30 Jahre jüngere, eine Erbschleicherin. Ich werde das Testament anfechten. Ja, mein Jochen auch. Stell dich. Ich möchte alleine sein. Was hältst du davon, wenn wir zwei morgen früh gemeinsam einen Ausritt machen? Nichts. Weil ich nicht reiten kann. Ich dachte, Paul hätte dir schon was beigebracht. Wann denn? Hey. Hier. Paul ist der Einzige, der mich akzeptiert. Nein, Cora. Keine voreiligen Schlüsse. Hella und Felix sind ein bisschen verwirrt. Und Jochen hasst mich. Jochen, der muss dich akzeptieren, schon wegen der Firma. Und wir müssen zusammenhalten. So oder so. Bitte, Cora. Meinetwegen kannst du aus Grottenbrunnen Puff machen. Sogar Paul und Rosine würden das verstehen. Aber bitte lass uns hier wohnen bleiben. Bitte. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, dann lasst uns das überlegen. Du spinnst! Du spinnst! Denk an Tudor. Er ist gut mit dich. Aber die Zügel musst du fest anhalten. Paul, ich bin noch dabei. Ja. Danke, Paul. So, dann gehen wir los. Verbindung zum Pferderücken zu halten. Okay. Also aufrecht sitzen. Ja, gut. Und die Beine ran. Nicht zu fest, aber gut am Pferdekörper halten. Okay. Oh, gut. Ja. Du siehst schon super aus. Cora. 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 Das Frühstück vor die Tür gestellt. Elsa geht sich gut. Und er möchte bei ihr bleiben. Felix und Elsa sehen schlecht aus. Ob die wieder was nehmen? Felix! Hast du denn schon gefrühstückt? Ja, danke, Rosine. Ordentlich gefrühstückt. Du meinst, weil Hella findet, dass ich beschissen aussehe? Mir geht's auch beschissen. Cora! Mist! Cora liegt! Schrecklich. Was ist mit Cora? Ich habe schon die Rettung verständigt. Musik.
Naja, die Kollegen in der Klinik bereiten die OP vor, aber das ist ein Kopfschuss. Und was heißt das? Wir müssen die Polizei verständigen. Die Polizei? Und Jochen. Ihr müsst Jochen anrufen. Ein Mordanschlag? In letzter Zeit wurde immer von Fremden gejagt. Obwohl sie wissen, dass der Wald zu Grottenbrunn gehört. Nein, Paul. Das war kein Unfall. Ach, das glaube ich auch nicht. Schießen haben wir hier alle gelernt von unserem Vater. Ich kann nicht schießen. Du meinst, es war einer von uns? Unsinn. Rawinski hier. Herrn Graf hätte ich gern. Würden Sie ihm bitte ausrichten, er möchte zurückrufen? Irene Rawinski. Ist ganz dringend. Hat er ja. Danke. Gründe oder wie sagt man Motive gibt's ja reichlich. Sei du mal ehrlich. Felix. Ich muss die Wahrheit wissen. Die Wahrheit? Ist dafür nicht dieser blöde Spiegel da? Ja, fass mich nicht an. Aber wenn du willst, können wir den Spiegel fragen. Nee, die Antwort gibst du. Kannst du dich erinnern, was Mutter immer sagte, wenn jemand bald sterben musste? So wie die alte Baronin? Sie sagte, die hat ihren Pass schon lange in der Tasche. Den Pass für die Reise aus dieser Welt in eine andere. Genau. Ich habe meinen Pass in der Tasche. Ich habe AIDS, Irene. Seit ich das weiß, habe ich Else nicht mehr angerührt. Nicht einmal geküsst. Es kann trotzdem zu spät sein. Und dann? Dann bringt Else ein krankes Kind zur Welt. Weiß sie das? Ja. Rosine weiß es auch, Paul weiß es. Und du weißt es jetzt auch. Warum hast du mir nie was gesagt? Das habe ich doch, als ich Geld für Medikamente brauchte. Aber keiner hat mir zugehört. Du hast auf sie geschossen. Ja. Sie wollte Grottenbrunn verkaufen. Elsa und unser Kind hätten kein Zuhause mehr. Mein Kind. Das Einzige, was von mir bleibt. Wie gern würde ich sagen, jedem, was ihm gebührt. Aber sagten Sie doch gerade. Ihre Reifen sind voller Schlamm. Das kommt von der Baustelle da vorne. Der Anschlag auf Rotalheimer Rawinski geschah dort im Wald. Sie wollen doch nicht etwa bei allen sind Sie verdächtig. Auch Sie. Herr Graf, ist das jetzt ein offizieller Besuch? Für Ihren Schwager schon. Ich freue mich, Sie wiederzusehen, ihr. Aber doch nicht unter diesen Umständen. Das ist nicht Ihr Ernst. Ich würde das gerne mit Ihnen allein besprechen. Sie waren mit meinem Schwiegervater befreundet. Und befangen. Wir sollten die Ermittlungen so objektiv. So weit ist es ja. Gehen wir hier rein. Ja, okay. Sie hat die Polizei gerufen. Sie sicher? Zu
Zumindest behauptet er es. Und er hat Motive. Nein, ich meine, dass er AIDS hat. Ich habe Felix noch nie mit einem Gewehr gesehen. Bei der Bundeswehr war er immer der beste Schütze. Aber es ist lange her. Karls Waffen sind immer verschlossen. Im Waffenschrank. Den sollten wir uns vielleicht mal anschauen. Ja. Der Waffenschrank. Das Schloss ist weg. Meines Wissens war der Schrank immer verschlossen. Das habe ich hier auch so in Erinnerung. Karl war da immer sehr gewissenhaft. Es gibt noch einen Zweitschlüssel, den ich von Karl weiß. Ja. Und den hatte... Ja, den habe ich. Aber... Na gut, Herr Kommissar. Ich habe sie getötet. Sei still. Und weshalb? Reicht das nicht, wenn ich das sage? Es fällt mir schwer genug. Sie haben kein Motiv. Paul, Paul, du bist verrückt. Felix, nein, das war... Natürlich habe ich eines. Sie wollte Grottenbrunn verkaufen. Und dann würden wir hier alle rausgeschmissen. Na gut, meine Frau und ich gehen in Rente. Wohin, ist egal. Aber was wird das Felix? Und Elsa? Und dem Baby? Haben Sie sich das überlegt? Paul, du bist so ein Idiot. Jochen und ich sind gerade dabei, gegen das Testament vorzugehen. Ja. Ich will auch was dazu sagen. Felix, Paul. Ich hab sie erschossen! Dazu muss ich sagen, dass Cora Thalheim-Radinsky vor einer Stunde aus der Narkose erwacht ist. Ich konnte bereits mit ihr sprechen. Ich soll Ihnen, also Ihnen allen sagen, dass sie sich freut, am Leben zu sein und dass sie verzeihen kann. Hella und Jochen kann sie noch nicht verkraften, sagt sie. Sie sind ja auch nicht da. Wenn sie beide entschuldigen wollen, möchte Cora zuerst mit Irene alleine sprechen. Ist doch schön, wenn sie uns überhaupt wiedersehen will, nach all dem. Mit dem Bewegen von Armen und Beinen wird schwierig werden. Aber wenn ich bei euch bleiben kann. Natürlich kannst du das. Weißt du, dass ich auch bald wieder in Grottenbrunn wohnen werde? Nein. Warum? Na, ich muss doch den Kampf mit dir aufnehmen. Selbst wenn Cora keine Anzeige erstattet, wird er mit dem Paul ein Geständnis abgeben. Die Frage, wie lange er das aufrechterhalten kann. Aber du weißt doch, dass es Felix war. Ich ermittle nicht. So ein Kollegen von mir. Ich weiß gar nichts. Dann deckst du also Felix. Und Paul auch. Kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Kann ich. Weißt du, ihr, also eure Familie, Cora, ihr habt doch schon genug durchgemacht. Felix in seiner Situation sollten das Verfahren und die Strafe erspart bleiben. Danke. Wahrscheinlich können wir froh sein, wenn er die Geburt seines Kindes noch miterlebt und die Ermittlungen sich hinziehen. Wenn Felix dann... gestorben ist, tatsächlich. Ja. Dann gibt es deine Aussage, vielleicht auch Elsas, und den medizinischen Befund. Und Paul ist im Platz. Du kümmerst dich doch um Cora, oder? Das habe ich vor. Ich ziehe auch wieder nach Grottenbrunn. Oh, also ganz in die Nähe? Ja. Und wenn ich dich dann mal wieder zum Essen einlade, dann gehst du hoffentlich dieser Spur auch nach. Ja.
Musik.